Hallo Halli und herzlich willkommen zu einem neuen Review-Video Let's Play OMSI 2. Ja, und Review deswegen, da jetzt ein neues Add-on erschienen ist. Und zwar kein Bus-Add-on, wie ihr seht, sondern ein Straßenbahn-Add-on. Und das Ganze nennt sich Straßenbahn-Add-on NF6D. Das ist nämlich diese Straßenbahn, die ihr seht. Und diese Straßenbahn verkehrt zwischen Essen-Kartenberg und Gelsenkirchen Hauptbahnhof auf der Linie 107 und die werde ich jetzt mal zusammen mit euch bestreiten, fahren, mir anschauen, wie auch immer, wie ich das üblicherweise in einem Review tue und das Ganze natürlich live in Farbe und bunt und überhaupt und sowieso und zum ersten Mal und ich bin mal gespannt, ob ich es hinbekomme. Ich bin noch nie Straßenbahn gefahren und das wäre dann OMSI noch im Real Life. So, dann machen wir das Ganze mal an. Einmal. Klingt lustig. So. Gut. Licht ist an. Alles klar, das passt. Dann vielleicht noch das IBIS einstellen direkt. So, wir fahren die Linie 10700, Route 1. Nee, das ist wohl eher die Route 2. Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Schauen wir mal nach außen. Das passt. Jawohl, das passt. Wunderbar, Licht ist auch an. Von außen und von innen, wunderbar. Können auch gerade noch mal hier hinten schauen. Da sehen wir auch die erste Haltestelle direkt. Das passt auch wunderbar. Ich bin mal gespannt, ob hier auch die die Ansagen automatisch kommen oder ob ich da drücken muss. Dann lassen wir uns mal überraschen. So, und wir fahren. Und ich muss sagen, es ist total ungewohnt, da ich ja normalerweise mit Lenkrad fahre und hier nicht wirklich lenken kann, muss, wie auch immer, sondern tatsächlich hier nur auf Schienen dahin gleite. Und ich bin mal gespannt, wie lange ich das durchhalte, ohne hier tatsächlich meinen zu müssen, dass ich lenken sollte. War das jetzt gutes Deutsch? Ich habe keine Ahnung. So, und da stehen wir schon an der ersten roten Ampel. Das ist schön. Ich kann ja gerade nochmal hier hinten reinschauen. Das ist cool. Jetzt sehen wir das gerade hier ein bisschen auch mit dem Knick drin. Aber so vom Gestalterischen her sieht das schon sehr schick aus. Gefällt mir. Cool finde ich auch hier oben diese Deckenleuchten. Das hat so ein bisschen was von Bürodeckenleuchten. So Neonlampen oder wie die Dinger heißen. Ja, Kaltlicht. Normalerweise, hoppala. Normalerweise hat man ja heutzutage überall LEDs. Ja. Und in diesem Straßenbahntyp hier scheint es tatsächlich noch so zu sein, dass es da noch kein LED gibt. Ich gehe auch mal von aus, dass das nicht mehr der neueste ist. Ich kenne mich ja, wie gesagt, mit Straßenbahn überhaupt nicht aus und hier müssen wir scheinbar halten. Da scheint mir direkt die erste Haltestelle zu sein. Jetzt weiß ich nur nicht, wie weit ich vorfahre. Am besten da bis zu der Markierung. So, und der Onkel hat ja sich ein bisschen schlau gemacht, wie er hier die Türen aufkriegt. Ich hoffe mal, dass das noch stimmig ist. Ja, die steigen ein. Das ist doch gut. Das finde ich super. So, haben wir eigentlich in diesem Tuff-Tuff hier auch irgendwo eine Uhr hängen? Gibt's hier irgendwo eine Uhr? Kannst du Uhr anzeigen? Cool, es kann keine Uhr... Haben wir hier eine Uhrtaste vielleicht? Eine Uhrzeit? Sprechwunsch... Schade, wirkt ein bisschen verschwommen. Ja, also Uhrzeitdatum zeigt er nicht an, obwohl eine Taste dafür da ist. Dann müsste ich mal gerade hier über meine interne OMSI-Uhr schauen. Oh ja, wir müssen tatsächlich losfahren. Ist vielleicht da an der Innenanzeige eine Uhr? Nee, schade. Gut, dann machen wir hier die Tür zu. Schwupp und fahren direkt mal los. So, und das war mal mein Lenkrad, das ich gerade mal wieder zurechtrücken musste. Blöde Angewohnheit, ich weiß.
So, ich gebe ihm jetzt Zeit bis kurz vor der Haltestelle und wenn dann keine Ansage kommt, dann drücke ich einfach mal meine Ansagentaste. Okay. Das Thema wäre gegessen. Also Ansagen bekommen. Bekommen wir auch. Gemeckere übrigens auch, ja. Also das funktioniert alles wunderbar, wie es soll. Aber man kennt ja Omsi. Omsi ist halt so, ja. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit man hier jetzt Vollgas gibt oder langsam fährt oder keine Ahnung. Ich habe jetzt gesehen, die Linie geht in etwa, ich glaube, eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Wir haben, glaube ich, irgendwie 8 oder 9 Haltestellen. Mal gucken, ob der Zeitplan hier einhaltbar ist. Ja, ich mache schon auf. Hetz mich nicht. So, Blinker. Und dann schauen wir mal wieder von außen. Da haben wir übrigens auch hier eine Trennung, Bushaltestelle und Straßenbahn. Ich gehe auch mal von aus, dass man hier tatsächlich die Linie vielleicht auch mit einem Bus abfahren kann. Nichts Genaues weiß ich nicht, es ist nur eine Vermutung. Ich habe auch jetzt nichts im Handbuch gefunden. Ja, ich habe ins Handbuch reingeguckt. Es kann zwar sein, dass ich jetzt hier irgendwie was nicht weiß. Ich weiß zum Beispiel auch hier, ich zeige euch das lieber, wenn ich wieder stehe, sonst gucke ich wieder nicht auf die Straße und es kommt eine Ampel und dann rase ich drüber. Seht ihr? Seht ihr? Da ist schon eine. Ich habe es ja gleich gesagt. Was ist das da eigentlich? Fliegengitter? Ja, ja, immer diese lästigen Fliegen so im Sommer. Überall kommen sie rein. Ja. Vor allen Dingen in alten Straßenbahnen. Durch irgendwelche Löcher, die schon entstanden sind. Nee, keine Ahnung. Würde mich mal interessieren. Wisst ihr, wofür die Dinger da sind? Das ist nicht ernst gemeint, oder? Ach, wahrscheinlich kann ich noch ein Stück vorfahren. Weil das wäre ja jetzt ein bisschen kurz geraten, so für einen Einstieg. Das passt ja jetzt nicht von der Länge so ganz. Aber das ist halt wieder diese Sache mit wahrscheinlich für Busse. Ne, was ich euch noch zeigen wollte, das ist auch ganz interessant. Achtet mal auf den Spiegel da außen. Den kann man nämlich aus- und einfahren. Ja, das finde ich irgendwie cool. Das ist so eine schöne Spielerei. So. Hat was. Ich lasse ihn mal draußen. So. Die Herrschaften sollten eigentlich eingestiegen sein. Hoffe ich mal. Dann machen wir wieder zu. Jo. Wird Blinker aus. Und weiter geht's. Dann, wenn alles zu ist. Jawohl. Also, der Julian ist ja zum Beispiel schon so ein bisschen Verfechter von Bussen in Omsi. Er war da ja auch sehr skeptisch, was das angeht. Ich bin ja mal gespannt, was er zu dem Video hier sagt, wenn er es sieht. Oh, oh Gott. Huh, ja, gute Bremsen hat sie noch einigermaßen. Was er zu dem Video sagt, wenn er das jetzt hier sieht. Oder generell zu dem Addon sagt, wenn er es sieht. Also ich bin ja persönlich ein Mensch, ich bin ja für alles offen. Wenn es jetzt hier Straßenbahnen in Omsi gibt, dann bin ich durchaus auch so, dass ich sage, warum soll man die mal nicht fahren? Ne? Es ist halt problematisch jetzt nur deswegen, weil das natürlich auch nur auf Karten geht, wo das auch unterstützt ist. Das ist jetzt natürlich hier zum einen auf der Karte und zum anderen gibt es, glaube ich, auf Gladbeck noch eine Linie, ich glaube die 302 oder so, wo man das tatsächlich machen kann, aber viel mehr gibt es da, glaube ich, im Moment auch nicht. Ich weiß nicht, ob man das in Wien auch kann. Müsste man mal testen. Aber ansonsten wüsste ich da im Moment auch nichts, ja. Wir werden zum Beispiel auch, das ist lustig, ich nehme ja das Video für heute auf und heute Abend ist ja bei mir auch auf dem Kanal Eigenwerbung stinkt und so, ist ja ein Livestream und ich will mal schauen, wenn ich es geregelt bekomme, werden wir, denke ich, auch mal hier die Straßenbahn eventuell sogar in Gladbeck fahren. Ich weiß es aber noch nicht, insofern, lasst euch überraschen, vielleicht wird doch gar nicht, ja? Tja, und da sind alle drin, draußen, wie auch immer. Jo. Einmal Hu. Einmal das. Und einmal das. Und weiter geht's. Piep. Wir haben zum Beispiel hier auf der Seite auch noch irgendwelche Armaturen. Ich glaube, für Notsituationen und so, inwieweit die funktionieren. Ich hoffe, ich werde jetzt keine Notsituation haben. Da habe ich jetzt
ehrlich gesagt im Handbuch nicht so ganz verstanden, was das Handbuch mir da sagen wollte, aber ich hoffe mal das Beste. Haben wir hier eigentlich unseren Sonnenrollo? Ich liebe ja eigentlich diese Uhrzeit morgens, so früh loszufahren, so wenn die Sonne aufgeht, aber manchmal kann es auch ganz schön blenden. Kam da jetzt schon eine Ansage? Kam da eine Ansage? Hatte ich eine Ansage? Leute, hatte ich eine Ansage? Ich weiß es gerade nicht. Ich guck gleich mal. Jo. Und da stehen wir schon wieder. Ja, ihr wartet jetzt kurz. Ich will jetzt mal gerade schauen. Wartet mal, das können wir doch anders machen hier. Hanielstraße. Und wo sind wir? Hat das weitergeschaltet? Triple Z Standard, glaube ich, oder? Ist übrigens auch lustig. Triple X kenne ich, aber Triple Z kenne ich nicht. Also? Triple Z. So, jetzt stimmt's wieder. Einmal Tür auf. Blinker, den vergesse ich immer wieder. Jo, und dann kommen Sie mal bitte rein. Und steigen Sie ein. Oder auch nicht. Manni will zumindest nicht. Oder ist er schon ausgestiegen? Ich bin mir noch unschlüssig. So. Einmal zu. Glück, Glück. Und weiter geht's. Aber ich bin wirklich gespannt, Leute. Ich meine, bei Bußen schaffe ich das ja regelmäßig mit Verspätung, ja. Bin ja wirklich mal gespannt, wie das hier so mit dem Fahrplan ist. Ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich jetzt nach Original-Vorbild hier mit dem Fahrplan abläuft. Ich meine, es ist ja tatsächlich Essen-Gelsenkirchen. Ob wir jetzt hier tatsächlich einen originalen Fahrplan haben? Ich gehe mal stark davon aus. Und inwieweit man tatsächlich sich dann auch drauf einstellen kann, den einhalten zu können oder halt nicht. Wie gesagt, ich werde jetzt hier auch nicht rasen, aber ich versuche schon so ein bisschen, so ein bisschen pünktlich zu sein. Gut, es gibt jetzt natürlich wahrscheinlich diese Wahnsinnigen, die jetzt hier auf die Tube drücken. Ich meine, man kann natürlich schneller mit dem Ding fahren. Ist klar, aber ich werde mich hüten. Ui, 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 ui. War da irgendwo eine Ampel? Habe ich gerade eine Ampel übersehen? Oh, oh. Ah, hoffentlich ging das gut. Es kommt zumindest keine Meldung. Das ist schon mal viel wert. Was haben wir denn hier? Großer Parkplatz? Was ist los? Ich mach doch gar nichts. Was habt ihr denn jetzt? Ich fahre doch nur hier. Nee, warte mal, so dürfte ich ja gar nicht reden. Ich bin ja hier. Ich bin ja gar nicht in Berlin. Wie muss ich denn jetzt reden? Ich bin ja hier. Was ist denn das? Ruhrpott, oder? Wie redet man im Ruhrpott? Der Julian wüsste das jetzt wieder. Naja. Boah, Leute, ich bin echt voll Julian fixiert, oder? Das ist krankhaft. So. Dann kommen Sie mal rein. Dann bin ich halt ein Aushilfsfahrer. Kommen wir rein hier. Hallo, ich bin der Hermi. Nee, warte mal, den Hermi wollte ich ja mal in Ruhe lassen heute. Der soll ja nicht immer was abkriegen. Herr Minio so. Scheiße. So, Ampel? Ist da eine Ampel? Ist hier irgendwo eine Ampel? Nö. Ich sehe keine Ampel. Das ist schön. Dann fahren wir mal weiter. Dumm-di-dumm-di-dumm. Drehen sich eigentlich die Räder? Kann das sehen? Kann das sehen? Ja, die Räder drehen sich. Das ist übrigens auch sehr schön modelliert, muss ich sagen, die Räder. Ich würde es ja gerne ein bisschen genauer zeigen, aber im Moment ist es ein bisschen schwierig, während wir fahren. Das machen wir dann mal wieder, wenn wir stehen. Oder geht es vielleicht von der Seite besser? Naja, ich mach's mal lieber im Stehen dann. Hat so ein bisschen jetzt im Moment dieses, wie soll ich sagen, dieses Train Simulator Feeling, ja? So diese Außenansicht, die nehme ich im Train Simulator immer sehr gerne. Oder wenn man da diesen Zug sieht, der einem so entgegengefahren kommt, diese Außenperspektiven kennt ihr ja vielleicht. Erinnert mich gerade so ein bisschen daran. So. Ein bisschen dezent langsamer werden hier. Ich mache das jetzt einfach mal so Train Simulator-like. Ich fahre jetzt einfach mal ziemlich weit vor. Ich weiß nicht, wie weit ich fahren muss. Bleib mal so stehen. So. Dumm, die dumm. Boah, ey. Erst ist er voll Julian fixiert und jetzt auch noch Train Simulator. Das ist aber doch Omni. Ja, ich weiß. So. Und da will keiner mit. Oder? Doch, da hinten. Da hinten tut sich doch was. So, schauen wir mal, wir sind am, was? Revierpark? Aha, wir sind am Revierpark. Nienhauser. Nienhauser? Heißt der wirklich Nienhauser?
Oder fehlt da ein N? Das soll doch bestimmt Nienhausen heißen, oder? Nienhausen, da fehlt wohl ein bisschen was von N. Warum fehlt da was vom N? Lieber Feinflug. Ich glaube, der Feinflug hat ja hier die Bahn gebaut. Lieber Feinflug, da fehlt ein N. Das N ist zu einem R mutiert. So, Blub. 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 Ja, man muss sich natürlich umgewöhnen, wenn man Lenkrad tatsächlich sonst nur benutzt und jetzt hier einiges mit Maus machen muss. Das ist natürlich... Oh, ich glaube, jetzt hatte ich rot. Das ist natürlich dann sehr, sehr ungewohnt. Aber es ist mal was anderes. So. Wisst ihr Bescheid. Ach, jetzt habe ich wieder nett... Ich wollte doch mal unten diese Räder zeigen. Ach je. Hat er jetzt Rollo? Hat er kein Rollo? Wartet mal. Omsi. Cool, der hat ein Rollo. Er hat ein Rollo. Wie weit geht denn das runter? Cool, das Rollo bringt gerade nichts, weil die Sonne von der Seite kommt. Das ist schön. Warte mal, ich kann mich ein bisschen hochstützen. So. So. Aber schönes, helles Frontlicht hat er. Das muss man lassen. So. Ja, das sind meine Augen. Ich weiß. Wo ist denn jetzt hier die Ampel für mich? Gibt es da keine separate? Sieht nicht so aus. Oder ist die da vorne? Ist die da vorne irgendwo? Nö. Dann halte ich mich tatsächlich da an die Ampel außen. An die Ampel. Ha, er hat Andi gesagt. Ach, da oben hängt sie. Ja, da bin ich ein bisschen weit vorne. Okay, passt aber noch. Ist ja nichts passiert. So. Lalalala. Hallo, ich bin da. Habt ihr schon gewartet? So, ein bisschen noch. Stopp. So. Jetzt schauen wir uns aber erstmal kurz die Räder an. Können wir das auch wieder hochziehen hier? Oder hochschieben? Wo ist denn dieses Teil? Wo ist dieses Teil? Wo ist es denn da? Ist das? Nee. Ach, das ist... Hä? Ach, da kann man Fenster... Cool, da kann man Fenster aufschieben hier. Ha. Wo ist das Rollo-Teil? Wo ist das Rollo-Teil? Lieber Feinflug, wo ist das Rollo-Teil? Da ist das Rollo-Teil. So, jetzt passt's. Gut. Schauen wir uns mal kurz die Räder an. Weil, fand die wirklich auch von der Textur und Modellierung her ganz schön. So, ne? Ihr seht da, das sieht wirklich schick aus. Ach, hier haben wir auch wieder den Passagierbug. Das liegt tatsächlich jetzt nicht am Zug oder an der Straßenbahn. Das sind wieder mal hier die Leute, die da unterwegs sind. Die haben wieder mal diese komischen, durchsichtigen, schwarzen Flecken unter sich. Die hier übrigens lustigerweise auch an der Seite rausgucken. Ich weiß nicht, was mit Omsi da in letzter Zeit los ist. Das ist mir irgendwie ein bisschen rätselhaft. Gut, und was natürlich, was ich ein bisschen bemängeln muss tatsächlich, ist hier vorne dieser freie Bereich unterm Zug. Ich sag mal so, das mag in der Realität vielleicht so sein, aber man hätte hier vielleicht tatsächlich sagen sollen, okay, man baut diesen Versatz nach hinten ein bisschen weiter nach vorne und macht den ein bisschen dunkler, weil so wirkt es doch von vorne sehr, ja, sehr weit nach innen leer. Also es sieht ein bisschen seltsam aus, aber ansonsten ist der Zug wirklich sehr schön gelungen, muss ich sagen. Ja. Gut, das nur mal am Rande, weil wir jetzt gerade schon draußen waren und deswegen dachte ich mir, ich kommentiere das mal gerade. Wie voll sind wir denn eigentlich? Wir sind schon, oh, wir sind ganz schön voll sogar hier. Ja. Fürstinnenstraße. Waren wir da jetzt? Waren wir in der Fürstinnenstraße? Waren wir in der Fürstinnen? Ja, wir waren in der Fürstinnenstraße. Sehr schön. Das passt alles noch. Wunderbar. Da kommt ja schon wieder die nächste.